eine Herangehensweise. Das ist jetzt mal unsere Herangehensweise, das ist also diejenigen mit der Apfelpflücke-Sprache, wie ich das immer nenne, wo ich etwas greife, was für unser Überleben eben lebensdienlich ist. Wir sagen, da habe ich zuerst mal Äpfel oder irgendetwas. Das heißt, ich sage, hier sind einfach Punkte, ja? Und Nummer zwei, diese Punkte sind hinterher verbunden. Das ist die alte Sprache. Aber ich könnte es genauso gut so sagen, dass ich sage, am Anfang ist eine Verbindung und ich habe eine andere Verbindung und diese beiden Verbindungen, wenn die sich treffen, dann machen sie einen Punkt. Ja? Und das ist also mehr die neue Sprache. Ich fange mit der Verbindung an, aber das Materielle kommt aus einer Verbindung der Verbindungen zustande. So. Also es sieht sehr kompliziert aus, aber Sie sehen, dass das selbstverständlich ganz anders ist, als was wir so gewohnt sind. Hier noch ein Beispiel, wie das nun aussieht. Also die alte Vorgabe war, dass ich hier zum Beispiel ein Elektron habe, das geht von A nach B und ich mache eine Messung bei A und ich mache eine Messung an B und dann mache ich einen Strich dazwischen und sage, es ist von hier nach hier gegangen. Wenn ich das jetzt mit neuen Augen ansehe, dann sehe ich, naja, da ist sowas, es ist nicht ganz so scharf, der Punkt, der hat eine gewisse Unschärfe und dann warte ich eine Weile und dann sehe ich irgendeinen Punkt hier in dieser großen Wolke, aber nie genau, also verschwommen. Da sage ich, gut, also da ist irgendwas auf dem Weg passiert und ich kann das nicht genau sehen und dann mache ich eben mehrere Striche durch, die dann nicht so genau durch die Gegend gehen. Aber es ist nichts dazwischen. Das ist nur in meinem Kopf drin. Hier ist was gewesen und hier ist was gewesen und ich tue so, als ob ein Elektron von hier nach hier gegangen ist. Es ist hier verschwunden und hier ist es neu entstanden. Wir stellen fest, dass die Natur im Grunde ist echt kreativ, genuin kreativ und nicht, wie wir das immer mit unserer alten Sprache machen, ich nehme mal hier noch ein Blatt Papier, ich habe mir extra hier eins zurechtgelegt und jetzt ist es selbstverständlich untergepflügt worden. Wo habe ich das? Na, brauche nur ein Papier. Einfach ein Blatt Papier. Leeres. Die alte Physik, die hat keine Kreation, ja? Wir sprechen von Entwicklung und Entfaltung, das bedeutet eigentlich immer dasselbe. Nicht auch der Urknall ist das, ja? Entfaltung heißt einfach auseinander Entwicklung, ja? Das heißt, es wird nie was kreiert, es wird nur meinem Auge sichtbar, ja? Ja? Wir haben also überhaupt nicht, selbst beim Urknall haben wir Schwierigkeiten, weil wir sagen, was war davor und dann wissen wir es nicht so recht, ja? Nicht, aber alles Übrige so und das ist doch beliebig unbefriedigend. Hier stellen wir fest, es ist überhaupt nicht so, es entsteht was aus dem Nichts und es geht was in das Nichts wieder rein, es flickert und flackert und so fort und dann, die Naturgesetzlichkeit gilt gar nicht, sondern es ist nur so ungefähr so, die Naturgesetze sind nur noch Tendenzgesetze und nicht welche, auf die man sich hundertprozentig verlassen kann. Also ich will das mal kurz so deuten, dass ich sage, da unten sieht es also quicklebendig aus. Das ist gar nicht so, wie wir uns die Materie vorstellen, sondern eigentlich verhält sich die Natur da drunten mehr so wie eine Masse von Menschen. Man weiß so ungefähr, was sie machen, aber nie genau. Ja? Ja? Und auch da ist eine Verbindung zwischen denen und wir wissen nicht so recht, auf welche Art und Weise. Wir sehen keine Gummibänder und so, aber da ist eine Verbindung da, die wir nicht sehen. Also so ähnlich sieht es auch da unten aus. So, das heißt, keine Kausalität in diesem strengen Sinne mehr, eine Offenheit auf diese Art und Weise. Jetzt überspringe ich mal ein bisschen, hier wollte ich noch etwas über die Heisenberg-Unschärferelation sagen, auch etwas über diesen Kreis hier, nur kurz andeuten, dass eine andere Logik gilt. Wir sind an die Ja-Nein-Logik gewöhnt, entweder oder, ja oder nein. Die Logik gilt nicht, sondern wir haben eine andere Logik, die hat unendlich viele Zwischenstadien zwischen Ja und Nein. Und sehen Sie sich diesen Kreis an, da sehen Sie auf der einen Seite plus 1 und auf der anderen Seite minus 1. Das ist unsere alte Logik, diese beiden Punkte. Aber es gibt alle Punkte auf diesem Kreis zwischen Ja und Nein und zwischen Entstehen und Vergehen alles, was dazwischen ist. Also eine total andere Logik. Und Sie sehen, dieser Kreis, denken Sie sich, dass etwas auf dem Kreis herumläuft und Sie bewegen den Kreis etwas in diese Richtung, dann sehen Sie, dass Sie eine Wellenbewegung bekommt. Das heißt, dass wir immer über Wellen sprechen, hat etwas mit dieser anderen Logik zu tun. Aber ich will da nicht darauf eingehen, sondern nur, dass
und auch da nicht, wie wir das dann im eigenen beschreiben, und das ist vielleicht noch wichtig. Ja. Sie sehen wieder diesen Knödel an, die Welt, die Wirklichkeit, wo wir diese Massenpunkte hatten. Die Massenpunkte sind ja nun nicht Massenpunkte, das sind selber so ein bisschen ausgeschmierte Dinge, die Wellen sind. Und die Wechselwirkung, die dazwischen war, elektromagnetisch so, die wird teilchenartig. Alles wird von derselben Art, und ich kriege einen großen Knödel, und der Beobachter, den ich hier durch das Auge dargestellt habe, der ist sozusagen gar nicht abtrennbar von dem Rest. Das heißt, auch wir als Beobachter sind Teil davon. Das heißt, wie sollen wir eine Wirklichkeit beschreiben, der wir nicht gegenüberdrehen können? Wir sind eine Welt, und die Buddhisten, die würden sagen, Advaita, also eine nicht-duale Welt, die überhaupt nicht Subjekt-Objekt-Trennung erlaubt, das ist eigentlich die Welt, und die entwickelt sich auf irgendeine Art und Weise. Wir haben ein vollkommen anderes Bild von der Wirklichkeit. Wir fangen nicht mit Getrenntheit an und sagen, ja, und dieses Atom sehnt sich nun nach dem anderen und möchte eine Verbindung aufnehmen, und dann komplizierter, und nach 3,5 Milliarden Jahren haben wir ein kompliziertes Gebilde wie ein Menschen vor uns stehen. Ja? Nein, es geht hier ganz anders. Alles ist mit allem verbunden. Der Prozess geht gerade in umgekehrter Richtung, dass die Emanzipation, die Trennung eigentlich, die eigentliche Evolution ist. Wie kann ich etwas, was ganz eng miteinander verbunden ist, sich so ausdrücken, als ob sie voneinander getrennt sind. Nie ganz getrennt, aber doch, dass sie sozusagen beweglicher werden und auf diese Weise eigentlich mehr Spielraum haben. Das ist jetzt die Evolution. Die Wirklichkeit ist sozusagen in einem Prozess der immer weiteren Differenzierung, und man muss dann erklären, wie es eigentlich dazu kommt, dass man nun einen Lichtball hat, was sozusagen sagt, alles hängt mit allem zusammen. Wie kommt der Schatten zustande, damit der Lichtball auf einmal aussieht, als ob er aus zwei Lichtbällen besteht, weil ich einen Schatten dazwischen habe. Ja? Aber das ist ohne weiteres möglich. Mit der Wellenbewegung, mit dieser Logik kriegen Sie das hin. Das nennen wir destruktive Interferenz. Da können Sie die Schatten machen, und dann können Sie also dieses so entwickeln lassen, so, dass es aussieht, als ob es auseinanderfällt. Nun, will ich auch auslassen. Ich will jetzt einen Sprung machen. Sie sagen, der Kerl spinnt, der redet jetzt von seiner Physik, aber es interessiert uns doch gar nicht. Wir haben doch unsere Probleme in dieser Welt. Jetzt mache ich den Sprung zur Lebenswelt. Hat das, was hier im Untergrund stattfindet, überhaupt etwas Bedeutung für uns in unserer Lebenswelt? Wir sind 8 Größenordnungen, sind wir oberhalb von dem, ja? Und wir sagen, es kann doch gar nicht sein, wenn man das so ein Sauhaufen da unten hat. Wie kann das sein, dass man überhaupt dieses Pult, das steht da, ich drehe mich um und es ist immer noch da. Ja? Kann doch nicht sein, wenn das so ein Sauhaufen da ist, dass das funktioniert. Ja, die können vollkommen beruhigt sein. Man stellt nun fest, wenn Sie also diese Elemente, ich kann es jetzt nicht mehr Atome nennen, weil sie ja spaltbar sind. Ich nenne es Wirks. Nicht? Also, Ein Bruchteil von einer Wirkung, nenne ich mal Wirks, ja, aber ein Wirks ist also nicht etwas, was ich greifen kann, sondern es wirkt da mehr und da ein bisschen weniger. Jetzt nehme ich einen Riesensack voller Wirks, ja, und schüttle den gut durch, ja, dann kriege ich sozusagen so ein ausgemitteltes Wirks, ja, Gewirke, ja. Dann rede ich, so wie die Bürgermeisterin von Heidelberg auf dem Städtetag über den Heidelberger spricht, was sind die charakteristischen Eigenschaften? Nur langweilige Dinge, Fleischverbrauch in Abhängigkeit vom Preis und so fort. Ja? Das sind die Naturgesetze, die man herausbekommt, wenn man alles ausgemittelt hat. Die ganze Lebendigkeit ist verschwunden, weil es sich ausgemittelt hat. Ja? Und wenn Sie sich nun die neuen Gesetze ansehen, die man gefunden hat, dann stellen Sie fest, dass diese neuen Gesetze ausgemittelt genau die alten wiedergeben. Das heißt, Sie können beruhigt sein, wenn Sie Billion mal Billion Wirks haben, und das ist es in einem Kampf von Materie, dann können Sie sicher sein, dass Sie so tun können, als ob das klassischen Gesetzen genügt, mit einer Abweichung plus minus ein Billionstel. Ja? Und das ist also gut genug. Aber das heißt, Sie sehen es in diesem Fall nicht. Ach, ich habe einen Punkt vergessen. Ich muss mich nämlich beim lieben Gott noch entschuldigen. Weil ich habe eigentlich gesagt, warum zeigt er mir eigentlich nicht, was in diesen zukünftigen Karten eben hier drin ist. Der Grund ist, die zukünftigen Karten gibt es noch gar nicht. Die werden in jedem Augenblick, wird die Welt neu geschaffen. Aber in Erinnerung
an die Welt, wie sie vorher war. Das ist genauso, wie wir unser Leben jeden Tag gestalten, ganz neu, ja, aber selbstverständlich, wir gucken ein bisschen, was wir gestern gemacht haben. Also wir machen nicht irrsinnig verschiedene Sachen, ja. Und dann sehen wir zum Beispiel dieses Pult, ja, du sagst in der nächsten Sekunde, jetzt ist wieder Zeit, du musst dir das einfallen, was willst du jetzt sein? Dieses Pult hat überhaupt keine Fantasie. Und es sagt, ich habe keine Zeit, es kopiert sich wieder und dann sagen wir merken nicht einmal, dass ein anderes Pult ist, hat sich einfach selbst kopiert, ja. Ja, das Lebendige kopiert sich nicht ein klein bisschen anders, ja. Und dann sagen wir, ach, das Lebendige ist so unzuverlässig. Aber es ist ja genau dasjenige, was charakterisiert, was im Untergrund da ist, dass man sich nicht genau kopieren lassen muss. Aber die Materie ist geronnene Potentialität und die gehorcht dann diesen strengen Gesetzen. Das heißt, jetzt ist die Frage, kann es unter Umständen sein, dass diese Ausmittlung nicht vollkommen funktioniert? Ja? Weil da unten ist es ja lebendig. Ja? Und wir wissen das schon, auch im Stadtrat merken Sie schon, wenn Sie Parteien haben, nicht total ausgemittelt. Ja? Da sitzen die einen links und die anderen rechts und man weiß schon genau, was die sagen. Also nicht ausgemittelt. Das heißt, in dem Augenblick, wo Struktur hereinkommt, da wird sozusagen dieses Gemisch eben aufgehoben. Warum vermischt sich die Materie aber so gern? Das ist ein ganz wichtiges Gesetz. Das ist der zweite Hauptsatz der Thermodynamik, aber es ist eigentlich eine Trivialität. Es hat nur, in Zukunft passiert das Wahrscheinlichere wahrscheinlicher. Jetzt sagen Sie, ist es überhaupt ein Satz? Ja? In Zukunft passiert das Wahrscheinlichere wahrscheinlicher, das ist doch eine Tautologie. Aber das ist der zweite Hauptsatz der Thermodynamik. Ja? Und das bedeutet dann im Klartext, dass wenn Sie irgendein System hat, das eine gewisse Struktur und Ordnung hat, dass es immer nur eine mindere Struktur im Lauf der Zeit hat. Schauen Sie Ihren Schreibtisch an, ja, er wird immer nur unordentlicher und nicht ordentlicher. Das ist einfach der zweite Hauptsatz. Ein aufgeräumter Schreibtisch ist eine ganz unwahrscheinliche Anordnung, ja. Die Unordnung ist die wahrscheinlichste und die absolut, wo Sie dann stehen bleiben, ist, wenn die Unordnung so groß ist, dass Sie, wenn Sie nochmal eine Stunde wühlen, es nicht unordentlicher wird. Nicht nur das nennen wir den thermodynamischen Grundzustand. Ja? Das ist der Grund, warum die ganze Lebendigkeit eben weggeht, wenn man sich das ausmitteln lässt. Ja? Jetzt ist die Frage, gibt es unter Umständen Möglichkeiten, dass man diesen Ausmittlungsprozess eben unterbindet? So dass die Lebendigkeit, die da unten ist, eigentlich nach oben kommt. Deshalb habe ich hier Ihnen ein Apparat mitgebracht, wo ich Ihnen zeigen will. Das ist ein Pendel hier, das genau den klassischen Gesetzen genügt. Billionen von diesen Wirks da, auch noch hier ziemlich zusammengebunden durch Kräfte und so. Das kann nichts anderes, als hier einfach so zu schwingen. Und wir können das auch genau berechnen, was da ist. Also absolut volle Prognosefähigkeit, bis auf einen Punkt. Es ist ein physikalisches Pendel und nicht ein harmonischer Oszillator. Ich muss ein bisschen rausziehen, das bleibt sonst hängen. Nochmal ein Stück. Es hat hier einen Punkt, wo ich nicht weiß, ob es nach links oder rechts runterfällt, ja. Da sagt man, gut, es kommt drauf an, ja. Ich muss genau wissen, was oben ist, ja. Aber was ist genau oben? Stellt sich den Erdmittelpunkt als einen Punkt vor, die Achse an einen Punkt, eine Linie durchgezogen. Wenn der Schwerpunkt des Pendels links oder rechts von dem ist, fällt es links oder rechts runter. Das ist so ungefähr richtig, ja. Wenn Sie, je weiter Sie nach innen gehen, dann müssen Sie es immer genauer machen, ja. Aber dann passiert eben das Folgende, dass dieses Pendel auf einmal auch wahrnimmt, dass ich hier einmal links oder einmal rechts davon stehe. Und wir haben eine gravitative Anziehung. Das heißt, ich bin genau oben, aber ich stelle mich hier hin und ich sage, ich glaube, das Pendel kommt zu mir rüber und es kommt zu mir. Und die denken, ich bin ein Zauberer. Aber ich weiß einfach, weil ich Gravitation, Masse und Masse zieht sich an, dass ich das darüber ziehe. Ja? Das heißt, ich werde auf einmal wichtig für das Problem, aber Sie auch.
alle im Raum. Jemand greift nach der Nase und die Rechnung ist im Eimer. Ja? Oder es fährt ein Auto draußen vorbei, Rechnung ist im Eimer. Oder in Hamburg fährt ein Schiff ein und die Rechnung ist im Eimer. Oder Andromeda-Nebel schickt einen Photon runter, ein Lichtband und schon ist im Eimer. Das heißt, in diesem Punkt weiß, kann ich nur sagen, ob es links oder rechts fällt, wenn ich den Laplace'schen Dämon befrage. Sag mir die Konstellation von aller Materie im ganzen Weltall und dann kann ich es prognostizieren. Das können wir nicht. Und deshalb sagen wir, das ist sozusagen unbestimmt. Das ist stochastisch unsicher. Und wir nennen das deshalb den Chaospunkt. Ja? So, das ist also der Chaospunkt. Nun, es ist aber genau an diesem Punkt hier oben, den wir instabil nennen. Das klingt eigentlich schlecht. Mangelhafte Stabilität, 6, würde man in der Klasse sagen, ja, fliegst durch. Aber es ist der Punkt der Instabilität, den kann ich auch positiv aufnehmen, es ist der Punkt höchster Sensibilität. An diesem Punkt tastet das Pendel gewissermaßen das ganze Universum ab. Hier bin ich frei, hier darf ich sein und der Physikprofessor kann es nicht sagen, aber ich bin in Konversation mit Laplace'schen Dämon und ich weiß das. Aber nun gibt es den Laplace'schen Dämon nicht, sondern es taucht ein jetzt in das Informationsfeld, was die Atomphysiker da aufgedeckt haben. Da ist ein Feld, das uns alle verbindet. Ja? Das wird abgetastet an dieser Stelle. Ja? So. Und ich erwähne das, weil ich Ihnen jetzt zeigen will, es ist diese Instabilität, die das Wesentliche des Lebendigen ist. Eben nicht die untere Stellung, sondern die obere Stellung. Die sagen ein bisschen jämmerliches Leben, einmal oben und dann hängt er unten. Das heißt, einmal die Freiheit genossen und dann stirbt es jetzt gleich. Es hängt nach unten, es dauert keine Minuten und Leben ist doch ein bisschen was anderes. Ein Punkt nur, aber jetzt mache ich es ein bisschen lebendiger. Ich ziehe jetzt diese Arretierungen hier heraus und jetzt habe ich ein Dreifachpendel hier. Ich mache hier auch ein Lämpchen an, damit Sie den unteren Punkt sehen. Und werft dieses Pendel hier an. Und das nennt man also jetzt Chaospendel. Es hat eine Bewegung, die also nicht berechenbar ist. Immer aufgrund der Tatsache, dass immer mal über den oberen Punkt rübergeht, wo es mit dem Laplace'schen Dämon sozusagen eine Begegnung hat oder das Hintergrundinformationsfeld eben abtastet. So, Sie müssen sich vorstellen, dass ein lebendes Wesen ein Sack solcher instabilen Pendel ist. Ja? Und jetzt haben Sie den Eindruck, wenn das wieder der Fall ist, dann mittelt sich das einfach wieder heraus. Aber jetzt kommt noch etwas beim Lebendigen dazu. Dann höre ich auf und dann gehen wir ein bisschen weiter. Wie kann ich diese Instabilität, Sie sehen, es hängt schon wieder runter, also Lebensdauer ist sehr kurz. Wie kann ich die Instabilität stabilisieren? Dann würden wir wieder sagen, es ist wieder ein Widerspruch. Ja? Ja, es ist instabil. Aber Sie sehen, wir sind so konstruiert, auch als Menschen. Ich stehe auf einem Bein. Wir wundern uns immer, warum laufen wir eigentlich auf zwei Beinen? Doch eigentlich eine ziemlich unbequeme Sache. Es hat etwas mit dem Freiheitsgrad zu tun. Wenn Sie auf einem Bein stehen, dann haben Sie die Freiheit, in jeder Richtung zu fallen und nicht nur in einer. Ja? Das heißt, also sie erkaufen sich, also ein Bein ist zu allem schlecht, aber für die Freiheit Bedürftigen ist es sozusagen ein Plus, ja. So, aber ich liege dann am Boden, aber ich habe noch mal ein Bein, das genauso ist, ja. Und wenn die nun zusammengehen, dann laufe ich Kilometer und Kilometer in die Welt. Das heißt, ich kann statische Instabilität, kann ich dynamisch stabilisieren, indem ich sie aneinander kopple, also eine Logistik aufbaue, dass sie sich wechselseitig helfen. Das heißt, das Lebendige ist dynamisch stabilisierte Instabilität oder dynamisch stabilisierte Sensibilität. Ich bleibe sensibel, ja, weil ich dann immer wieder die Richtung ändern kann, aber ich liege nicht am Boden gleich. Ja. Das ist das Geheimnis des Lebens. Ja. Dass wir also hier Ordnungsstrukturen haben, die das in diese Richtung bringen. Nochmal hier ein bisschen weitergehen. Ich wollte hier noch über diese Ordnungsstrukturen jetzt für diese DMS, wenn ich sage, das ist also etwas jetzt, weil Kräfte, die also jetzt über mehrere Partner hinweggehen, das erinnert mich daran, dass es Ähnlichkeiten hat mit einem Gedicht. Das hat nämlich auch so eine Struktur.
Sie haben ein Gedicht, das aus Buchstaben besteht, ja. Aber das, was für das Gedicht wichtig ist, sind nicht nur, welche Buchstaben nebeneinander stehen, sondern eine gewisse Gruppierung von Buchstaben erzeugt auf einmal einen neuen Inhalt. Ja? Ein Wort entsteht und es kreiert eine etwas, was über die Folge der Buchstaben hinausgeht. Also man sagt, wie soll ich das erklären? Buchstaben, wenn die zusammen sind, also die Summe der Teile, das Ganze ist mehr als die Summe der Teile. Ein Wort ist mehr als die Summe der Buchstaben. Klar, da kommt etwas dazu. Die Worte in einen Satz zusammengebracht, kommt wieder was dazu. In eine Strophe zusammengebracht, in ein Gedicht zusammengebracht, wieder. Ja? Das heißt, wenn ich das als Wissenschaftler ansehen würde und nicht wüsste Deutsch und auch nicht wüsste, wer Goethe ist, ja, dann hätte das für mich nicht so viel Sinn. Und dann würde dieses Gedicht so aussehen. Das ist dasselbe Gedicht, ich habe es jetzt nur am Alphabet gespiegelt. Ich habe also A mit Z vertauscht, B mit Y und so fort. Ja? Das ist also so, wie wenn wir die Sprache nicht kennen. Nicht? Da ist also der Reiz des Gedichtes irgendwie verschwunden. Nicht? Nicht? Kann man schon sagen. Ich meine, ich sehe schon noch Regelmäßigkeiten. Ich kann noch eine Doktorarbeit schreiben über die Anordnung von Es und Is, ja, in einem Goethe-Gedicht verglichen mit Schiller oder sowas. Solche Arbeiten kann ich noch schreiben. Aber das Wesentliche ist eigentlich verloren gegangen. Und ich nehme dieses Gedicht deshalb sehr gern, weil es uns zeigt, wie, wenn Information eine Rolle spielt, ja, dass ich Schwierigkeiten habe, durch eine objektive Messung das Wesentliche herauszubekommen. Ja? Nämlich, wenn ich jetzt nicht die Sprache kenne, das weiß jemand zum Beispiel gar nicht, dann, ob ich das so sehe oder wie das vorher. Ja? Und er hat es objektiv untersucht und komisch, der macht dieses Experiment und dann der andere kommt was ganz anderes raus. Einmal lacht er und einmal sagt er, ich verstehe überhaupt nichts mehr. Ja, weil ich ja jetzt eigentlich damit eingebunden bin in diese Sinngebung. Und das ist für mich auch ganz wichtig, wenn wir unsere Natur ansehen, dann sieht die eigentlich so aus. Ja? Wir sagen, Mensch, toll, so viele Buchstaben, ja, und so viele Spezies und irgendwie haben die auch was miteinander zu tun. Einige, die gehen lieber zusammen mit denen und so und es ist eine Verteilung und alles Mögliche. Aber wir finden dann eigentlich, dass der liebe Gott doch nicht sehr, dass der nicht, nicht sehr, ich meine, er war farbenfreudig und wollte die Vielfalt haben, aber eigentlich nicht effizient. Ich meine, wir können das viel besser, dass man also sagt, auf was kommt es an und sofort nicht. Und dann sind wir sofort dabei, dass wir sagen, das ist doch eine viel bessere Anordnung hier. Hier sehe ich mit einem Blick, was eigentlich das Wesentliche ist, wie viel ähnlich ist. Das ist also jetzt die technische Abbildung der Wirklichkeit, ja. Selbstverständlich effizient und dann kann ich mich auch noch darüber unterhalten, ob ich da unten, wo nur so ein paar sind, da ist nur ein einziges P, also warum schmeißen wir das nicht einfach weg? Das spielt ja keine Rolle. Und wir sind stolz, dass wir so viele Ns nebeneinander bekommen, weil die Natur das eigentlich nicht hinbekommt. Ja, die kriegt nur zwei hin und wir sind da viel besser. Nicht? Also Sie sehen, wenn man in diese Formsprache hereinkommt, wie man dann in etwas anderes, ja, das will ich auch überschlagen. Ich könnte also zeigen, wie praktisch diese Fortbildung der Form, die immer weitere Differenzierung, dass das auch etwas mit der Entwicklung des Universums zu tun hat. Dass sozusagen von der Einfalt in eine differenzierte Vielfalt eben kommt. Und ich wollte das eben in dem Sinne auch jetzt zum Ausdruck bringen, dass ich sage, wie kommt es denn, dass so differenzierte Gebilde wie der Mensch, ja, hier herumlaufen auf der Erde. Jedenfalls erfüllt es nicht das Kriterium, dass das wahrscheinlicher in Zukunft wahrscheinlicher passiert. Ja, in gewisser Weise doch, aber wir haben eine Einschränkung nicht gesagt, wie auch, was ich jetzt beim Gehen gesagt habe. Dass ich nicht stürze, ich sage, Gehen ist ein ununterbrochenes Stürzen eigentlich, Fallen, ja, stimmt nicht ganz. Dann würde ich überhaupt nicht verstehen, warum nicht die ganze Welt nur auf Stelzen läuft, ja. Sondern es kommt noch was dazu, es kommt eine Koordination dazu, eine Logistik muss dazukommen. Wenn das Bein ein bisschen zu spät kommt, wenn ich es nach hinten tue, dann falle ich trotzdem, dann falle ich doppelt so schnell, ja. Das ist das eine, aber es kommt noch was anderes dazu, dass wenn Sie fallen, Sie müssen das vordere Bein etwas biegen, weil der Schwerpunkt ist ein bisschen tiefer beim Fallen und Sie müssen es wieder strecken. Und das braucht Energie. Lebende Systeme müssen gepumpt werden. Ich muss dauernd Energie in diese Systeme hineintun.
die Energie, die wir durch unsere Nahrung zu uns nehmen, die haben nichts sozusagen mit unserer Lebendigkeit zu tun. Aber in diesem Zustand möglichst lang zu verharren, immer wieder zu stabilisieren, immer wieder in den Zustand dieser Sensibilität eben hineinzugehen. Und Sie sehen, die ganze Evolution läuft letzten Endes darauf hinaus, dass man in eine immer größere Vielfalt hineingeht und Differenzierung. Und das ist auch, ich brauche mehr Busch als ein Buchstaben. Wenn ich nur ein A-Buchstaben habe, dann kommt das B und dann kommt sozusagen der Darwin'sche Kampf an, wer ist besser und wer ist schlechter. Der eine sagt, ich bin größer, der andere sagt, ich bin dicker. Ja? Und dann bleibt nur ein Buchstabe über. Dann würden wir nie ein Gedicht schreiben. Ja? Sondern der eine ist ein Vokal, der andere ist ein Konsonant, total verschieden. Ist doch Notwendigkeit, dass dann nur einer überleben muss. Nein, aber sie überleben beide. Und dann stellen sie fest, wenn sie zusammen etwas machen, noch ein L dazu nehmen, dann fangen sie mit einem Blabla an und dann sind sie schon einen Schritt in der Evolution weiter. Das erste Wort kreiert worden, ein Blabla ist nicht BLA, sondern ist Blabla. Ja? Noch nicht sehr sinnvoll, aber das kann man auch besser. Ja? Auf diese Weise steigt man in der Evolution immer weiter auf. Und Sie sehen, warum das überhaupt passiert. Warum kooperieren die überhaupt nicht? Ja, nicht aufgrund des zweiten Hauptsatzes, sondern wir sind im Strahlungsfeld der Sonne. Die Sonne hilft uns, in diesen instabilen Zuständen zu überleben. Aber wir überleben nur, wenn wir kooperieren. So, jetzt haben wir einen ganz wichtigen Punkt. Das Lebendige braucht eine ordnende Hand. Wenn ich meinen Schreibtisch aufräume am Wochenende, eine ordnende Hand, ich muss Energie reinstecken. Aber nur Energie reicht nicht. Wenn ich reinstecke, einfach nur die Hand, und ich unterhalte mich mit jemand anderem, dann ist der Schreibtisch in noch größerer Unordnung. Sondern ich muss sozusagen die Hand führen und dann muss ich einen Augenblick hingucken, erledigt oder unerledigt, und muss diese unwahrscheinliche Konfiguration durch diese Entscheidung haben. Und da brauche ich so einen Punkt, so einen Bifurkationspunkt, wie hier dieses Pendel, in diesem Augenblick. Auf diese Weise bin ich im Gegenstrom drin. Auf diese Weise kriegen wir die Differenzierung, immer weiter Differenzierung. Und jetzt ist die Frage, können wir je kooperieren? Jetzt eh das was anderes. Sollen wir jetzt einen Krieg anfangen, einer gegen den anderen? Nee, wir fangen keinen Krieg an. Wir sind ja alle aus derselben Wurzel gekommen. Wir wissen, wir hängen ja alle zusammen. Jetzt müssen wir es so machen, dass mein Vorteil auch dein Vorteil ist, damit wir zusammen, was wir sagen, konstruktive Interferenz machen, und das bedeutet eine größere Wahrscheinlichkeit für die Zukunft, eben für das Überleben schaffen. Ich sage das ein bisschen überzogen, ziemlich überzogen sogar. Wenn wir heute sagen, ja, es liegt doch im Menschen drin, dass wir uns wechselseitig totschlagen, ja, dann ist das, dass wir uns mit dem Paradigma des Toten vergleichen. Das ist in der Tat. Das Tote führt alles, was Struktur hat, ist am Schluss in Trümmern. Ja? Und ich frage mich, warum identifizieren wir uns eigentlich so viel mit dem Toten? Und es hat etwas damit zu tun, dass die Wissenschaft immer nur an toten Objekten eben untersucht. Ja? Das heißt, das Lebendige ist eben durch Zerlegen nicht erkennbar, weil es das Dazwischen ist. Es ist das Dazwischen. Deshalb ist die Wissenschaft uns eher hinderlich. Und die Frage ist, wie können wir eigentlich aus dieser Geschichte herauskommen? Wir brauchen eine andere Methode, wie wir gewissermaßen unseren Zusammenhang eben erkennen können. Jetzt bin ich selber neugierig, was das nächste Bild ist. Also das ist jedenfalls die Sonne, die uns die Energie liefert, dass das Leben hier überhaupt auf dieser Erde entstanden ist. Wir sind dauernd im Strahlungsfeld dieser Erde gewesen, in der Sonne gewesen, und die hat uns geholfen, also diese dynamisch stabilisierten Instabilitäten eben hinzubekommen. Das bedeutet aber, dass das Biosystem nicht ein Granitkegel ist, wo wir oben stehen, ja, ganz solide aufgebaut, ja, mit Granit, sodass es also nicht einstürzt. Das ganze Biosystem ist eigentlich ein Kartenhaus. Es ist ein bisschen besser als ein Kartenhaus. Weil es ja in der Instabilität, wir sind alle in der Instabilität aufgebaut, aber dass es stabiler ist als das Kartenhaus, liegt daran, dass die Sonnenenergie dauernd die Karten verschiebt, Kraft gegen Kraft, um es in der Balance zu halten. Die Sonne, die beschäftigt
450 Milliarden Energiesklaven, um dieses Biosystem im Gleichgewicht zu halten. 450 Milliarden Energiesklaven. Das heißt, es ist ein dynamischer Prozess, in dem Energie durchgeschickt wird. Ist das Biosystem relativ robust? Das heißt, wir können auch immer höher raufsteigen. Aber wir, weil wir glauben, wir sind außerhalb der Schöpfung, wir sind ja die Herren der Schöpfung, dass nur die Übrigen da unten sind. Wir ziehen da unten Karten raus und wir toben da rum, ja, als ob das sozusagen nichts ausmacht. Und das ist ein bisschen das Problem, was wir heute haben. Ja? Dass wir nicht sehen, dass das Biosystem wie ein Organismus ist, das schon erlaubt, dass man es stört. Weil jede Infektion, die wir haben, ist eine Störung des Organismus. Aber das Immunsystem ist so gut, dass es das wieder repariert. Und nachdem es repariert ist, ist das System eine Stufe besser geworden. Ja? Das heißt, die Evolution ist eigentlich nicht der kreative Akt, sondern es ist der Heilungsprozess, der auf die Störung kommt, der letzten Endes den nächsten Evolutionsschritt macht, weil man sich gegen eine Veränderung schon, alle müssen sich ein bisschen ändern und dann machen sie das und dann wird das System eben robust. Ja? Und es kann nun nicht heißen, dass wir uns allen Infektionen nun aufsetzen, damit wir möglichst schnell jetzt also da hereingehen. Nein, es gibt für all diese Infektionen gibt es eine kritische Grenze. Wenn ich die überschreite, bon, dann falle ich herunter. Und das hängt eben damit zusammen, wie groß die Stabilisierungskraft ist, die praktisch in dem System ist, wie gut das Immunsystem eigentlich ist. Nun, also das möchte ich einfach erwähnen. Wenn wir jetzt in unserer Gesellschaft diese Probleme haben, dann betone ich immer wieder, wenn die Leute sagen, zum Beispiel, ach, ich meine, vergiss es doch, Frieden ist doch unmöglich. Dann sage ich, selbstverständlich, es ist unmöglich, statistisch betrachtet. Aber Leben ist noch unmöglicher, dass wir hier sitzen. Das hat nie passieren dürfen, aber es ist passiert. Ja? Und ein kompliziertes System, wenn Sie sich vorstellen, was in einem menschlichen Körper stattfindet, an Balanceakten, lauter solche Pendel, ja, die miteinander spielen und die Logistik haben, ja, dann können wir viel optimistischer sein. Und der Grund, warum es überhaupt klappt, ist, dass die nicht bei Null anfangen, weil die sind doch alle aus demselben herausgekommen. Die waren alle da und haben gesagt, traust du dich ein bisschen weit auseinander? Ja, ich kann es immer noch halten. So ist es entstanden, immer weit auseinander und gleich wird die Balance eingeführt. So ist es gelernt worden und nicht, dass man erst auseinander war und dann hat man das Kunststück eben gemacht, wie kommt man zusammen und macht diesen Menschen. Das heißt, meines Erachtens ist die Vorstellung des Darwinismus, wie wir ihn heute aussehen, ich meine, er ist nicht falsch, aber er ist deshalb falsch, weil die Grundlage des Darwinismus nicht stimmt. Mal sehen, ob da vielleicht sogar noch was kommt. Das lasse ich mal hier aus. Das ist nur, dass Sie ein bisschen mal nachsehen. Das kommt gleich noch am Schluss. Was ich da vorher hatte, soll ich vielleicht doch noch mal einen Schritt zurückgehen, weil das ist eigentlich ganz interessant. Es ist ganz interessant, wenn man jetzt über Darwinismus redet, ja, dann müssen Sie sich vorstellen, wie ist die Vorstellung, wir haben Mutationen. Kein Mensch weiß, was Mutation ist, aber das ist sozusagen diese Sache, stochastisch, der liebe Gott, der wackelt da ein bisschen, ja, und dann entsteht sozusagen ein anderes Gen und dann kommt, manchmal passiert dann das, was herauskommt, was also überlebensfähig ist und das man krabbeln kann. Und dann manchmal ist es so, dass das, was krabbeln kann, das krabbelt dann schneller als das andere und dann macht es das kaputt und so geht die Evolution voran. Ja? Wenn Sie diesen, ich meine, sehr ineffektiv der Mechanismus, wenn Sie eine Auslese machen, stellen Sie vor, also Sie würfeln erst, ja, und dann lassen Sie erst ein ganzes Tier da aufwachsen und dann Wettkampf und dann ein paar Generationen. Und ich meine, es braucht ja irre lang. Man macht sich keine Vorstellung, wie unmöglich das ist. Wir sagen, ja, wenn man genügend Zeit hat, dann geht das ja. Aber ich will Ihnen nur mal eine Zahl hereinwerfen, wie unendlich die Willkür ist. Ja? Wenn Sie hier, wichtig, wie ich es Ihnen erklärt habe und wie das ist, aber es deutet einfach darauf hin, dass im Hintergrund sozusagen ein Informationsfeld ist, aus dem wir schöpfen können. Und aus dem auch die ganzen Kulturen geschöpft haben. Und wir sollten Gebrauch machen von diesem Wissen und uns nicht beirren lassen, dass man sagt, ja,
Das ist mir zu vage, was du sagst. Ja, es ist vage. Eine Ahnung ist etwas anderes als ein Fakt, als eine Tatsache. Aber eine Tatsache ist etwas, was ich gemacht habe. Und ich möchte ja nichts machen, sondern ich möchte etwas über die Wirklichkeit erfahren. Ich möchte mich sensibilisieren. Das ist das Wichtige. Und dann haben wir eine Möglichkeit, uns viel besser zu verständigen, indem wir um Gottes Willen nicht darauf beharren, auf Exaktheit, weil die gibt es im Grunde gar nicht. Die Exaktheit, die brauchen wir zum Agieren, zum Handeln. Das heißt, wenn ich Wissen haben will, als eine Vorstufe zu machen und Macht, dann muss ich die Exaktheit haben, aber dann fragmentiere ich die Welt und dann lasse ich oft das Wichtigste weg. Wenn wir aber Orientierungswissen haben wollen, dann brauchen wir die Exaktheit nicht. Dann ist es so, wie wenn wir in eine Landschaft schauen, dann orientieren wir uns mit Einblick und wir wissen, es ist ganz toll, nicht, dass wir in der Fußgängerzone jemanden erkennen können mit einem Blick, dass es der oder jener ist. Wenn ein Computer diese Gewissheit haben will, der wird in Millionen Jahren rechnen, weil er die Nase ausmessen und so fort und dann auch die tägliche Veränderung und all das, damit er die Identifizierung machen kann, weil er kann ja nur das Genaue erkennen, aber wir können Muster erkennen. Und das ist eine andere Betrachtungsweise. Und das gelingt uns mehr mit unserer Innensicht. Wir stellen nun einfach fest, dass wir, weil wir Teil dieses Informationsfeldes sind, wir sind ja gar nicht außerhalb, haben wir einen Zugang dazu, aber wir haben Schwierigkeit, das umzusetzen. Aber es kommt bei uns zum Ausdruck in unserer Intuition, ja, in unseren Visionen, ja, da kommt es zum Ausdruck. Und wenn wir es umsetzen, müssen wir es genau machen und dann machen wir das so, dass es eben geht, aber damit lassen wir dann auch Dinge weg. Und dieser Akt, dass wir auch kreativ sind, das ist nicht nur eine Täuschung. Die Kreativität ist eingebaut. Das heißt, hier in dem Kartenstoß, die zukünftige Karte ist nicht schon da und ich muss sie nur aufblättern, sondern wir alle malen die nächste Karte zusammen. Wir malen sie zusammen. Das heißt, wir müssen wieder anfangen zu träumen, wir müssen haben Visionen haben, notwendige Vorstufen, wenn wir die Welt gestalten wollen, die Zukunft gestalten wollen, anstatt zu sagen, wollen wir mal sehen, was uns die Zukunft bringt. Ja? Wenn wir warten, was die Zukunft bringt, dann sind die Kopierer am Werk. Dann kommt genau dasselbe wieder raus, was in der Vergangenheit eben da war. Aber wir brauchen kreative Einfälle. Und deshalb, ich meine, das ist deshalb, warum ich auch so begeistert bin für Attac. Dass man also nicht, there is no alternative, wie Margaret Thatcher sagt. Das ist die Metapher des Toten. Die Naturgesetze, es gibt keine Alternative zum Gravitationsgesetz. Nicht, ich kann es nicht machen. Aber es trifft ja auf uns gar nicht zu. Wir sind ja nicht, wir agieren ja nicht als Maschine, sondern als lebendige Wesen. Und da gilt es, andere Welten sind möglich. Es gibt sogar unendlich viele Möglichkeiten, die Zukunft zu gestalten. Schauen Sie mal raus in die Natur. Das sind Milliarden und Abermilliarden von verschiedenen Arten. Wenn die Natur organisiert wäre wie unsere Wirtschaft, da gäbe es nur 15 Arten da draußen, wie die 15 Großkonzerne. Ja? Weil die spielen das Nullsummenspiel, mein Vorteil, dein Nachteil. Nein, es wird ein Plussummenspiel gespielt, zu unserem eigenen Vorteil, mein Vorteil, auch dein Vorteil. Weil morgen habe ich eine Zukunft vor mir, eine Bedingung, auf die ich gar nicht vorbereitet bin. Es ist genau das Spiel, das ich spielen muss bei verwackelten Zielen. Wenn ich das Ziel nicht genau kenne, wie bereite ich mich vor? Ich versuche möglichst viele Karten im Spiel zu halten, damit ich mich nachher adaptieren kann dazu. Und das ist genau, wie sich das entwickelt hat. Wir müssen uns nicht darum kümmern, wie wir eigentlich die Zukunft gestalten wollen, sondern jede Gruppe soll sich etwas überlegen. Aber wir müssen uns überlegen, was sind die Rahmenbedingungen, dass wir vernünftige Spiele spielen können. Dass wir nämlich kein Krebswachstum bekommen, wo einer sagt, weil ich am schnellsten wachse, fresse ich euch auf. Ja? Und dann hat man einen riesengroßen Krebs und
das Gewicht des Krebses, das nennen wir Bruttosozialprodukt, das wächst halt die ganze Zeit, aber das misst doch gar nicht das, was eigentlich eine menschliche Gesellschaft ausmacht. Das ist das Filigrane, das ist, dass jede Gruppe wieder eine andere Idee hat, aber auch gelernt hat, wie das Verschiedenartige miteinander kooperieren kann, dass in dieser Kooperation etwas zustande kommt, dass wir wieder eine Ebene höher herausgehen, wie im Menschen, wo die Blutzelle und die Gehirnzelle kooperieren, obwohl, wenn sie zusammenkommen, nicht, dann haben wir einen Schlaganfall, die halten wir ein bisschen auseinander und trotzdem müssen die kooperieren, damit wir einen Menschen hier am Leben behalten können. Das muss das Vorbild sein. Unsere Kulturen müssen verschieden sein, wir müssen verschieden sein, aber wir müssen wissen, dass der ganze Organismus eigentlich nur nachhaltig ist, wenn wir auch es fertig bekommen, dieses verschiedenartige Kooperativ wieder zusammen zu begründen. Und das können wir leisten, weil wir ja schon vorbelastet sind. Das können wir. Wir müssen etwas dieses Geröll beiseite schieben, das uns verdeckt, unsere Quellen, die uns eigentlich gemeinsam sind. So, dann will ich aufhören. Danke. Am Schluss ein Weltmodell vorführen, das ich immer mitbrauche. Und wesentlich ist, bei einem lebendigen System, wenn etwas nicht in Ordnung ist, müssen Sie genau das Umgekehrte machen als bei einem mechanischen System. Wenn Ihr Schutzblech klappert, dann holen Sie eine Zange und ziehen die Schrauben an. Wenn das Pendel nicht gut schwingt, dann ziehen Sie mehr von den Zapfen raus. Je mehr Zapfen rausgezogen ist, umso größer wird der Gestaltungsraum, in dem sozusagen Sensibilitäten erzeugt werden. Also sozusagen entspannen anstatt verspannen. Genau das Umgekehrte, also nicht unter Druck setzen, sondern Raum geben, um locker zu machen, um das auszutasten. Ja, also ich habe immer Schwierigkeiten bei den Wirtschaftswissenschaften überhaupt so etwas wie Naturgesetze, also Gesetze zu sehen. Das sind mehr Regeln. So, ich kann sagen, das Schachspiel hat Naturgesetze und das sind genau die Regeln, nach denen man spielt. Und dann ärgert man sich selbstverständlich, wenn jemand kommt und sagt, er möchte lieber Karten spielen. Ja? Aber man kann selbstverständlich andere spielen, weil er sagt, jetzt bin ich fast Weltmeister und jetzt sagt er, ich spiele ein anderes Spiel. Und dann schauen die Leute woanders hin. Ja? Das ist also mehr das Problem bei den Wirtschaftswissenschaften. Aber was sozusagen falsch ist, ist, dass sie eine falsche, ich glaube, die Wissenschaftler, Naturwissenschaftler sind schuld daran. Es ist diese Vorstellung, Survival of the Fittest von Darwin, was eigentlich ganz anders gemeint man, wenn man ihn selber liest, ja. The Survival of the Fittest heißt ja also das Überleben des Bestangepassten. Und dann auch Struggle for Survival, das heißt nicht Struggle und nicht Fight. Das heißt also, man muss sich halt ein bisschen bemühen, damit man nicht untergeht. Aber es heißt nicht, dass man den anderen totschlagen muss. Es hat damit zu tun, dass die Vorstellung der Effizienz, also der Maximierung, wenn ich ein festes Ziel habe, dann gibt es in der Tat eine optimale oder ganz wenig optimale Verhaltensweisen, wie ich absoluter Sieger bin. Ja? Ich habe die beste Methode, ich wende sie am effizientesten an, ja, und so fort. Nicht? Und dann bin ich der Sieger. Ja? Und das wird durchexerziert, wenn man dann da angekommen ist, dann hat man die Macht, die anderen sozusagen sagen, ich bin der Sieger, jetzt verschwindet mal vom Spielfeld. Nun, in der Natur gibt es die fixierten Ziele der Zukunft gar nicht. Die Zukunft gibt es in dem Sinne nicht, sondern die Zukunft ist ein Ergebnis des Zusammenspiels. Jetzt, wie soll man sich vorbereiten auf eine Zukunft, die offen ist? Ja, ja, da gibt es nur eine Möglichkeit. Na, viele sagen, ich kann mich überhaupt nicht optimieren. Doch, ich kann es optimieren, indem ich
eine große Zahl von Optionen mir offen halte, die ich alle pflege. Ich bin bei keiner der Beste, aber ich bin auf sehr vielen gut, ja? Dann kann ich mit diesen Dingen spielen und je nachdem, wie die Situation später ist, betone ich das so oder so, ja? Und wenn ich das nicht alleine kann, dann hole ich mir Freunde dazu und ich sage, ich kann nicht Geige und Klavier gleichzeitig spielen. Warum spielst du nicht Geige und ich das Klavier? Und dann spielen wir hinterher zusammen. Und dann können wir alle Stücke spielen, wenn Cello viel da ist oder Klavier und so fort. Dann machen wir einfach ein geeignetes Mix. Ja? Das ist sozusagen, was wir aus der Natur lernen. Ist Plussummenspiel ist die Optimierung spieltheoretisch auf verwackelte Ziele.